Ja, hallo. Heute wollte ich euch mal dieses neue Hype-Spielzeug vorstellen. Das ist so ein Spinner, den man per Hand andreht und ja, das Teil dreht sich dann halt einfach. Ist echt ein Hype. Überall im Internet tauchen die Videos davon auf und ja, ich bin jetzt auch davon befallen worden. Ich bin ja immer für was Neues zu haben und musste jetzt auch so ein Teil testen. Da habe ich mir jetzt so einen hier ausgesucht, den von Plotter, den Spinner. Also geliefert wird da hier in einer kleinen Pappschachtel vom Plotter. Und dann haben wir hier das gute Stück. Also ist praktisch wie so ein Dreieck aufgebaut mit drei so Kugellagern hier und in der Mitte auch noch eins. Und ja, ist halt ein Spielzeug, was irgendwie die Langeweile vertreiben soll, mich vom Rauchen abhalten soll während der Nachtschicht. Also ich habe viele Nachtschichten, wo ich nichts zu tun habe. Oder ja, mehr oder weniger zu tun habe. Ja, um es nochmal zu sagen, wie auch schon in der Beschreibung, es macht echt erstaunlich viel Spaß. Und es wird auch erstaunlicherweise überhaupt nicht langweilig. Auch wenn es eigentlich nichts kann, außer sich zu drehen. Ja, gut. Also man kann es auf dem Tisch drehen. Man kann es so in der Hand halten und dann mit einer Hand Anschwung geben. Man kann aber auch hier irgendwie so einhändig damit rumspielen. Der Zeit wird man noch mal besser. Kriegt dann hier auch einen ordentlichen Schwung hin. Also, was soll ich dazu groß sagen? Es ist echt ein Spielzeug für erwachsene kleine Jungs. Irgendwie macht's Spaß. Irgendwie ist es faszinierend. Ich kann es auch nicht genau erklären, warum, aber ja, hat schon was, das Ding. Wir haben hier so ein eins aus Metall. Es gibt wohl auch noch ganz viele verschiedene mit Keramiklagern. Gibt auch billigere noch, die sich dann nur eine halbe Minute drehen. Ich sag mal, das ist hier so ein mittelpreisiger, der sich aber wirklich schon ordentlich dreht, ordentlich lange dreht. Und ja, vor allen Dingen auch ganz cool aussieht, finde ich. Die Farbwahl ist hier echt cool gemacht. Dieses Schwarz mit den roten Lagern hier. Sieht echt ganz schön aus. Hier die in der Mitte kann man es auch abnehmen, wenn man möchte. Da sieht man hier das Kugellager. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal eine volle Drehung und dann gucken wir mal, wie lange der hier dreht. Also wie gesagt, im Internet habe ich welche gesehen, die drehen sich nur eine halbe Minute bis zu 2, 3 Minuten. Und ja, mal gucken, wie lange der hier hinkommt. Also ich habe es schon mal knapp über 3 Minuten geschafft. Ja, da wollen wir mal schauen. Also, geben wir mal Schwung und dann starten wir mal die Stoppuhr. Ich mache jetzt mal hier eine Tischdrehung und dann gucken wir mal. Ne, der war nicht gut. Nochmal. Und so, jetzt wird er langsam langsamer, kommt zum Ende. Also ich sag mal so knappe 2 Minuten. Ja, schafft sogar auch wieder die 3 Minuten. Klar, am Ende ist jetzt natürlich sehr langsam. Im Endeffekt hat man ja eine Hand und spielt dann damit rum. Aber ich wollte jetzt nur einmal zeigen, wie lange er sich dreht. Die 4 sogar auch. Ich bin gespannt.
So, das war's. Ah, also knapp über 4 Minuten, bis er wirklich komplett steht. Und ja, wollte ich euch nur mal zeigen. Also gibt richtig Gas das Ding. Das Schöne ist auch, wenn man den hier so seitlich bewegt, dann spürt man so einen Widerstand. Also da kann man auch noch so ein bisschen mit rumspielen. Das macht auch dann wirklich Spaß. Ja, was soll ich sagen? Es ist unerklärlich, warum es Spaß macht. Es macht aber Spaß. Also hier seht ihr nochmal, läuft auch richtig schön rund. Eiert nicht. Ihr seht schon, mir fällt nicht so wirklich viel ein, was ich euch dazu noch erzählen kann. Aber probiert's aus. Wenn ihr so ein Ding mal in der Hand habt, macht irgendwie wirklich Spaß. Auch wenn ich mich jetzt vielleicht nicht so anhöre, aber es macht Spaß. Na gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Das war's von mir und tschüss.